Recht herzlich willkommen zur 189. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind da irgendwie auf dem Weg hin, dass wir, sag schon, unseren Fehlversuch da. Ne, Defort holen wir als erstes, ne? Also, dann läuft's ja noch. Ja, gucken wir mal zu, dass wir da jetzt hinkommen. Und wie ist denn die Entfernung von Defort hier? Kann man das mal sehen? 1,9. Sagten hier unser abgespeicherter Spielstand. Nee. Will ich nicht entfernen. Ich will das Ziel behalten, will es aber angezeigt haben. 1,8, okay. Wir nähern uns weiter ran. 1000. Nee, doch 1800 Meter sind das, ne? Gut. Jetzt müssen wir hier mal gucken, überlegen, wie war das nochmal? Wir müssen unsere Spur auf den da bringen, ne? Das wäre dann wohl eigentlich so, ne? Wenn wir hier jetzt ein bisschen Gas geben, dann sollte unser da rüber gehen, oder? War das so oder nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ne, ich glaube, es war genau falsch rum, ne? Oder? Ja. Schauen wir mal, ne? Nö. Kommen wir mal noch näher ran. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Oh, was macht er jetzt? Jetzt hat er irgendwie was gedreht. Aber ich bin jetzt total falsch unterwegs, ne? Ach, das macht einen so komisch hier, wenn das so nah ist, so ein bisschen die Sorge, ne? Ja. 1,3, wir kommen noch näher. Wir haben hier. Der will eine kleine Umlaufbahn wie er da oben, ne? So, jetzt hier rüber. Oh, jetzt sind es nur noch Tausende von Metern da, ne? Jetzt müssen wir mal noch ein bisschen da hoch. Geht das jetzt mal langsam? Eigentlich schon, ne?
Ich sehe die Zahl nicht mehr, weil die da mitten in der Sonne ist, ey. Meter, ja. Das ist aber noch eine ganze Ecke höher, finde ich. Okay. Jetzt haben wir es auch besser hingekriegt. Weil wir mal ein bisschen mehr Schub gemacht haben, ne? Zu ängstlich das Ganze. Jetzt müssen wir noch ein bisschen so. So sieht es doch gar nicht so schlecht aus, ne? Jetzt hier machen, kommen wir da hin, oder? Dann steuern wir direkt auf ihn zu. Ja. Bisschen tiefer, ein bisschen rüber und alles ist gut, oder wie ist das? Bisschen noch da. So. So ist das jetzt passend, oder? Jetzt müssen wir nur so machen. Und dann sollten wir halt das hinkriegen, dass wir gleich noch ein bisschen beschleunigen. Und er dann da, ne, in der Nähe ist. Damit er nicht hier uns abhaut. Achso, ich glaube, jetzt machen wir hier gerade was falsch, oder? Nee, shit. So. Gut, okay. Jetzt ist die Richtung verkehrt. Ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube da. Das war zu viel. Aber das ist schon gar nicht so schlecht jetzt hier. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir ja. Das war gerade verkehrt, was ich getan habe. Naja. Dann ist dem jetzt so. Ich glaube, wir müssen jetzt mal gerade hier diese Richtung einschlagen. Okay. Boah, wie machen wir es? Okay. Steigen wir da jetzt schon aus und gehen mit einem rüber? Nein, wir müssen diese Zahl hier minimieren. Das hat so keinen Sinn. Oh, das war jetzt zu viel. Jetzt müssen wir schnell auf die andere Richtung.
Da ist er. Nee, das klappt jetzt irgendwie nicht gerade. Bewegen wir uns jetzt weg? Ich glaube schon, ne? Das bedeutet schneller drehen. Wieder ins Visier nehmen. So, das war zu viel des Guten. Aber ich glaube, wir sollten jetzt hier mal gerade switchen. Ja, ich sehe es jetzt nicht. Sind wir schon geswitcht? Nein, ne? Kurz mal ein bisschen durchsteuern. Wir gehen, durften nämlich wieder weg. Jetzt ist es richtig rum. Also wir kommen wieder näher. Sagen wir es mal lieber so. Glaube ich auf jeden Fall, ne? So. Nee, das hat's jetzt nicht gebracht, ne? War schon wieder. Ja. Wo ist das andere Gefährt? Hier. Wo ist jetzt hier das Einstiegsfenster? Das? Nee. Ziel Minmus. Da ist die Besatzungsluke. Aber eigentlich müsste ich doch jetzt switchen können. Eva. So, Space loslassen, Helmlicht irgendwo anmachen, geht irgendwie gerade wieder nicht, ne, ist auch klar, machen wir einen Eva-Bericht, wenn wir schon da sind, aber bringt nichts, können wir also auch sein lassen, so, das haben wir schon mal geschafft, das S. Er hat schon mal losgelassen. Jetzt müssen wir nur gucken, da ist das andere Raumschiff. Dass wir da hinkommen. Okay. Ist genau links. Ist genau höher. Ich sehe nix.
runter wieder. Oh. Hätten wir vielleicht hier mal Licht anmachen sollen, ne? Und gucken, wo wir da sind. Ja, super. Wo ist hier der Eingang, bitteschön? Da oben, oder? Ja, da ist der Eingang. Okay. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen, aber irgendwie müssen wir da hinkommen. Okay. Gut. Kann man irgendwo greifen? Ist hier jetzt die Luke oder ist sie jetzt nicht hier? Steht da aber gerade greifen, ne? Und? An Bord gehen. So, an Bord sind wir. Den ersten haben wir schon rüber geschafft. Das, was jetzt ein bisschen doof ist, dass hier kein Licht anging. Aber das haben wir jetzt auf jeden Fall. Und dann sehen wir ein bisschen mehr, ne? Okay. So, Nummer 1. War das? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir wieder dahin kommen, ne? Okay. Das ist ein bisschen weit weg, 100 Meter. Dann holen wir wieder ein bisschen auf. Ja, werden wir jetzt auch mal gerade hier so machen können, ne? So. Okay, jetzt kommen wir wieder näher ran. Wir können ja mal gerade ein bisschen schneller laufen lassen. Wir können aber schon auch andersrum ausrichten. So, das geht ja im Zeitraffer nicht. Ist jetzt einzeln, ja. Ach so, jetzt sind wir. Okay, komm. Innenansicht, okay, brauchen wir jetzt nicht, Eva. Der ist Pilot. So, ja, wir können ja auch mal, ne? Ja, okay, das ist jetzt. Fällt mir gerade so ein, wir können auch mal hier, ne, mit anderen Dingen steuern. Eigentlich. Gut, aber jetzt. Müssen wir erstmal näher kommen, wieder weiter. Innenansicht, Überlagerung. Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Gut. Das geht auf jeden Fall erstmal. Ich glaube, wir können schon mal rüber auf die andere Seite drehen. So, das haben wir jetzt gleich. Gut, das sieht schön aus. Jetzt machen wir ein bisschen Time Warp hier noch. Okay. So. Jetzt müssen wir hier wieder irgendwie hin. Ja, Ziel wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt da einsteigen. Wo war sie denn jetzt, die Besatzungsluke? Jetzt knallt die gleich gegen uns, oder wie sehe ich das? Ha, ist das so? Ah, geht gerade so nebenher, oder wie ist das? Ja. Wo ist er denn hier? Da ist er. Komm raus, Junge. Wir sind jetzt hier. Wo bist du, junger Mann? Da. Doch, machen wir gerade einen Eva. Der kann nämlich Experiment behalten. Dann soll er loslassen. Und muss jetzt umsteigen. Das anmachen. Geht denn jetzt das Licht bei dem? Nee. Nee, geht bei dem jetzt auch nicht. Keine Ahnung, warum nicht. So, wo ist die Kapsel? Da oben? Ja. Bitte einmal drehen. Und nicht nach da fliegen. Ja, okay, das ist auch nicht schlecht, wenn du dadurch anstützt. Ein bisschen höher. Stopp. Ist da die Luke? Ich glaube ja, ne? Und greifen. Und hochgehen und einsteigen. Supi. So, das war Nummer 1. Das haben wir jetzt geschafft. Jetzt bedeutet das, dass wir jetzt schauen müssen. Ja, warum das Licht nicht auf L liegt, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Licht aus. Keine Ahnung, Crewbericht. Gibt es jetzt nicht. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das zweite Ziel kriegen. Das war Defords Fahrzeug, was wir jetzt noch brauchen, ne? Als Ziel setzen. Weil das war ja jetzt hier. Kann man das jetzt auch sehen? Ja, ne? Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir ihn hier erreichen. Und dafür müssten wir dann mal jetzt in die Richtung steuern, wo der da ist. Können wir das Ziel hier, ah, da ist es. So. Wo sind wir denn jetzt hier so? Er ist da, 7,5 Kilometer. Und wir sind natürlich auch an der falschen Markierung, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen mal 100% umdrehen. Und dann das Ganze hier einmachen, ne?
Gut. Okay. Aber unser Ziel haben wir jetzt erstmal für diese Runde erreicht. Wir haben die beiden schon mal hier reingeholt. Jetzt müssen wir nur den dritten Mann holen. Und wenn wir den dann haben, dann klappt das alles. Dann schauen wir mal, dass wir hier Defrod dann auch noch rausholen, weil der fehlt uns ja jetzt noch. Ne? Aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Runde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.